Ja, Leute, und damit wieder hallo und herzlich willkommen. Hier spricht wieder euer Tracer am Mikrofon für euch. Diesmal wieder mit meiner Freundin dabei. Hallo, mein Schatz. Hallo. Hallo, heute mal wieder ganz groovy mit dabei. So, Leute, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben beim Geländer. Wir machen das noch fertig. Und so ganz nebenbei würde es mich einfach mal interessieren, wie findest du das eigentlich gerade hier so? Ja, bis jetzt. In Ordnung, warum? Bis jetzt, ja, man muss natürlich dazu sagen, da fehlt noch einiges, das weißt du ja. Aber so an und für sich finde ich das schon ganz in Ordnung. Fehlt natürlich noch eine Menge. Na, ich sag mal, dafür sind wir aber ganz schön weit gekommen, beziehungsweise du baust ja, aber... Ja. Wozu bist du denn hier? Zur Unterhaltung, zum Mitmachen. Zur allgemeinen Unterhaltung, ne? Ja, genau. Genau, ja. Okay, wenn du schon unterhalten willst, mein Schatzi, dann kann ich dich ja auch noch etwas fragen. Oh, was kommt jetzt, ne? Was kommt jetzt, genau. So, meine Frage ist, oh Gott. Wie fandest du das erste Mal Minecraft, als du das erste Mal bei mir gesehen hast? Das Spiel an sich so. Oh, das war ja schon lange her, ne? Sei ehrlich, du hast zuerst gedacht, okay, das Spiel ist scheiße, Pixel. Nee, das war ja, ich weiß gar nicht. Ja, du hattest mir damals geschrieben, ich weiß gar nicht, ob wir uns das schon gesehen haben. Auf jeden Fall, ich bin der Meinung, du hast mir damals den Link geschickt und hast gesagt, ja, ich bin auch auf YouTube und dann habe ich mir das angeguckt. Und da war es auch damals halt zu sehen und ich habe mich wie ein Kind gefreut, deine Videos zu gucken. Ja. Vor allen Dingen mehr über dich zu erfahren, du hast ja dann geredet und geredet. Wie heute immer noch. Ja, eben. Sowas. Genau. Ja. Ja, und jetzt zur eigentlichen Frage. Wie findest du Minecraft? Ach ja. Genau. Das kommt jetzt auch noch dazu. Allgemein, was du jetzt machst, oder? Nee, allgemein das Spiel. Was denkst du über das Spiel? Naja, warum findest du es cool? Warum, was ist das, was du nicht so cool findest? Einfach mal so allgemein deine Meinung. Naja, du weißt ja, ich spiele bei deinem PC auch. Ja, das weiß ich. macht ein bisschen süchtig. Ein wenig? Ein wenig. Okay, ein bisschen mehr, viel. Viel. Wenn du dann sagst, Schatz, kommst du mal? 5 Minuten noch? Ja, genau. Ja, nee. Nicht cool. Eigentlich so ganz cool, ne? Außer, dass man meistens, naja, wenn man was unbedingt haben will, also zum Beispiel am Bauklötzen. Bauklötzen. Ja. Klötzchen. Nee, sag mal, zum Beispiel jetzt, ja. Was sind wir denn? Lass mich kurz überlegen. Mal was ganz Simples, sagen wir mal Stein haben wollen. Ja. Wollen, ich kann auch nicht mehr reden. Zum Beispiel, dass man das so lange und wenn man das richtig über die Phase bin ich hinaus, ja, dass ich. Genau. Wenn man das richtige Werkzeug nicht hat, dass es wieder so stundenlang dauert und man. Hallo, ich krieg was? Das heute nicht hin. Erzähl, hau raus. Dass man dazu Stunden braucht, um das abzubauen. Mit anderen Worten, ich versuche mal für dich zu übernehmen. mit anderen Worten, einfach die lange Beschaffungszeit der Materialien, der Gegenstände, die man haben will für irgendwelche Bauten oder die man halt braucht, um das und das abzubauen beispielsweise. Ich weiß nicht, ob du mit dem Stein schon irgendwas gemacht hast, aber beispielsweise, wenn du Lavastein haben willst, sage ich jetzt mal, diesen Obsidian, um ein Portal zu bauen, um in die Hölle zu kommen. Zum Beispiel, dass du dabei mindestens halt Diamant haben musst als Spitzhacke, um den Stein überhaupt abbauen zu können. Ja, und das meine ich ja. Das ist echt ein bisschen nervig. Naja, stell dir vor, du hättest halt, es gibt ja hier logischerweise auch diesen Kreativmodus, dass du bauen kannst, was du möchtest. Ja, aber das mag ich nicht. Genau, du möchtest es selber irgendwie geschafft haben. Ja. Habe ich recht? Genau, so. Und das ist halt auch dieser Reiz, was das ausmacht. Aber Zeit sollte man da auf jeden Fall mitbringen, weil es ist ein sehr Spiel, wo man sehr viel Geduld haben muss. Naja, ich meine jetzt so, du kennst meinen Rechner? Ja, kenne ich. Nur für andere Leute, dass sie mal wissen, das ist ein Rechner, der ist jetzt so ein Schrott. Der ist ein Schrott. Der hat gesagt,
Ne, den Scheiß, das machst du alleine. Ich bin raus. Das hat er sich gedacht. Naja, ja, und... Ja, und dann zocke ich halt über dein PC ab und zu mal. Ja, warum auch nicht, ne? Ja. Kann man ja mal machen, ne? Kann man ja mal machen. Ne, und deswegen, das meine ich ja, deswegen ist es ja blöd und dass es ab und zu mal so lange dauert, aber naja, ich sag mal so, würde ich einen neuen PC haben... Dann sehe ich dich gar nicht mehr. Dann sehe ich dich gar nicht mehr, du. Hallo, zu Hause habe ich auch neue Konsolen und alles und... Meine Xbox. Ja. Hallo, ich habe mir dafür nochmal ein Spiel gekauft, ja? Das andere hast du von mir, geschweige denn die auf der Konsole drauf waren. Ja. 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 Du hast ein Spiel für 10 Euro gekauft. Ja. Hat vorher 12 gekostet, habe ich es billiger bekommen. Billiger. Ja, ihr müsst mich entschuldigen, also ich komme von der Arbeit. Ich bin aber spät in den Stein gefallen, ne? Ja. Oh, Schatz, wie das wird. Ich bin seit 5 hoch und... Seit 5 hoch? Ja. Ja, ich weiß. Ja, und bin um 1 schlafen erst und das war... Ist zwar eigentlich Privatzwecke, aber ich habe darüber auch gelabert, also labern ist ja ein böses Wort eigentlich, man labert ja nur, labern ist schlecht. Ich erzähle oder habe auch erzählt, als wir unser Einjähriges hatten, weiß das noch, der Part, da habe ich auch erzählt, ja, wir haben unser Einjähriges und... Tja, heute haben wir anstatt unser Einjähriges, haben wir was? Eineinhalbjähriges. Monatstag. Genau. Ein Jahr 6 Monate bereits. Wie lange die 6 Monate wieder vergangen sind, seit dem letzten Part, wo ich das angesprochen hatte, dass wir ein Jahr zusammen sind, ey, das dauert echt schon, boah, das ist schon lange her, ne? Ja. Halt 6 Monate, aber so lange kommt mir das noch gar nicht vor. Mir auch nicht, also ich sag mal, die Zeit ist echt ganz schön schnell rumgegangen. 6 Monate, ein Jahr 6 Monate und ich mag dich immer noch. Nein, alles gut, das war... Naja, danke ebenfalls. Wieso? Kann ich ja dann nur zurückgeben. Ein Jahr 6 Monate? Hättest du ja auch schlechter vorgestellt oder schlimmer vorgestellt, ne? Mit mir? Schlimmer? Die Frage ist ein bisschen disoptimal. Disoptimal? Jetzt wird er tief in die Trickkiste gegriffen. Ja. Ne? Versuchst du mich zu betteln? Kann ich aber mitmachen, du. Nein, ist... Ich muss jetzt schon sagen. Frauenlogik gewinnt immer, ne? Also... Frauenlogik hat zwar meist keinen Sinn. In den Regelfällen, was man da so denn hört, aber... Aber wir haben immer recht. Ja, du hast immer recht. Das erfahre ich dann immer wieder. Ja. Komischerweise hast du dann immer recht. Mhm. Ich sag ja. Ja, die Männer sind immer unterlegen. Egal, was man sagt. Letzten Endes hast du eh verloren, also gib dir keine Mühe. Selbst ist die Frau. Ja, selbst ist die Frau. Ja. Ja, und der Mann sitzt da und verzweifelt. Tja. Ja. Mann, ey. Ja. Ja. Naja, immerhin haben wir da mit unserer Lebensgeschichte jetzt schon knapp 8 Minuten verdödelt. Also, immerhin. Schon allein mit unserer Lebensgeschichte. Wovon haben wir geredet? Hallo, wenn ich meine Lebensgeschichte erzählen würde, sitze ich hier 10 Sekunden, dann bin ich fertig. Was mache ich dann die letzten 19 Minuten und 50 Sekunden? Achso, deine Lebensgeschichte geht also ohne mich. Nee. Meine allgemeine Lebensgeschichte, was ich so in meinem Leben gemacht habe, wenn ich davon erzählen soll. Ja, aber da bin ich ja dann auch bei und also heißt das ja, das war ja nichts Interessantes, oder wie? Doch. Aber? Nichts aber. Ich glaube, ich sollte mal einen Schluck von meinem Booster nehmen. Erzähl doch weiter. Wie gesagt. Was denn, mein Schatzi? Frauen haben immer recht. Stimmt das? Vielleicht. Ja, haben sie. Ja? Ja. Wunderbar. Auf jeden Fall. Oh Gott. Alter Schwede. Ey, Mann. An all die männlichen Personen, die gerade denken. All die männlichen. Genau. Ich gerade gewundert. Und die denken so, what? Nein. Doch, ist es so. Ja, das muss ich leider bestätigen. Unter Zwang aber auch nur. Unter Zwang, ja. Das ist mir wert, gerade meine Meinungsfreiheit genommen. Das ist... Na, dann, das ich denke mal, das kennen viele. Ja. 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 Ja.
So. Dann haben wir die wieder gestapelt. Die packen wir mal darüber. Die brauchen wir eh zwar nie, aber... Wie kam es jetzt eigentlich dazu, mich zu fragen? Was? Ja, wie ich das fand, das erste Video. Mein erstes Video, Alter, das... Nein, nicht das erste, aber was du mir geschickt hast. Boah, das ist aber echt schon Ewigkeiten her. Wo? Mein allererstes Video ist von 2009. Das habe ich aber gesehen. Am 21.11.2009 oder 2008 bin ich mit Minecraft angefangen. Bin ich auf YouTube beigetreten als xgamer03x. Und da habe ich dann halt auch meine ersten 1600 Abonnenten gemacht und 2 Millionen Videoaufrufe insgesamt. Und habe dann auch halt recht gut Zuschauer gehabt. Aber die Zeit ist halt dann irgendwann... Ja, ich finde das aber auch... Schade, dass die anderen, also die auf deinem alten Kanal drauf waren, dass die halt nicht drüber gewechselt sind. Naja, doch, gibt schon ja, welche. Ja, natürlich gibt es... Aber nur eine Zeit lang, dann war das auch vorbei. Ja, das meinte ich ja. Und so gesehen, dein alter Kanal, da machst du ja sowieso irgendwie gar nichts mehr. Da mache ich nichts mehr, ne. Und da kriegst du Aufrufe ohne Ende und dies, das, obwohl du da dann nicht mal was machst. Und ich meinte... Naja, auch wenn es, auch wenn es nicht mein Kanal ist, wird es für mich, wie gesagt, ich kann heute nicht reden, ich bin noch viel zu übermüdet, aber egal, würde es mich teils mitfreuen, wenn mehr Leute halt kommentieren würden, was sie daran halt mögen oder was man halt anders machen kann, zum Beispiel, oder worüber man reden könnte. Oder ja, wie gesagt, konstruktive Kritik, ne? Kannst mal ein bisschen... Ja, genau, das wäre einfach mal... Ich meine, ich bin jetzt, weiß Gott, kein YouTube-Anfänger mehr, ne? 2009 sind auch immerhin schon ein paar Jährchen, ne? Fast 6 Jahre geht das jetzt schon. Aber man lernt halt auch nicht mit YouTube aus. Das hat sich in einer sehr kurzen Zeit wirklich so krass verändert. Früher waren das noch mit den guten alten Sternbewertungen unterm Video. Jetzt gibt das hier gefällt mir nicht. Postfächer konnte man viel einfacher kontrollieren. Wenn du eine Nachricht auf YouTube gekriegt hast, dann hast du das sofort zu wissen gekriegt. Und jetzt ist nur oben an der Seite die kleine Glocke und alter Schwede, das... Alter. Früher gab das echt mehr Kommentare. Seitdem das mit Google, Google Plus und Gmail verknüpft ist, ist es eigentlich total abgeschlafft alles irgendwie. Ich weiß nicht. In meinen Augen ist dadurch, dass es mit Google jetzt komplett verknüpft ist und so... ist alles echt schwieriger geworden. Vor allem, das es gibt ja auch... Das finde ich aber auch. Es gibt ja auch einfach keine Möglichkeit mehr, so für mich, sage ich jetzt mal, der neu, in Anführungsstrichen, anfängt halt auf einem anderen Kanal. Es gibt einfach, die Möglichkeit ist so schwierig, damit anzufangen, sozusagen, da neu reinzukommen in dieses Konzept, dass dich Leute wieder schauen und so. Das ist schwierig, das ist echt schwierig, den Leuten zu gefallen. Es ist so viel Arbeit dahinter und es gibt einfach sehr viele Leute, die die ganze Arbeit dahinter gar nicht sehen. Es ist einfach nur, man guckt sich das Video an und denkt so, ja, okay, aber was dann halt wirklich alles dahinter steckt an Kosten einerseits des Rechners, der muss ja auch was hergeben. Denn die Video zu schneiden und zu bearbeiten, ja, aber all das. Ich meine ja auch schon... Guck dir andere Seiten an. Du hast alles stehen, Part 1 von, weiß ich nicht, ne? Und beschriftet, es ist ordentlich, in Ordnern. Du versuchst, dass deine Qualität immer die beste ist oder beziehungsweise gut anschaubar. Und dies, das. Und andere machen das halt nicht. Deswegen, ne, ist es, finde ich, ein bisschen blöd, dass man so wenig Aufrufe dafür kriegt. Vor allen Dingen, ich weiß ja, wie lange du immer dran sitzt. das zu schneiden oder damit da keine Fehler auftreten, außer jetzt mein Gebrabbel, was, ne? Meine das schneide ich aber nicht raus, da brauchst du keine Angst haben. Ja, das ist super von dir. Nee, ich meinte nur, auf jeden Fall. Naja, mich freut das natürlich auch, weil wenn wir zum Beispiel wie jetzt ein Video zusammen machen und da Kommentare stehen, man will einfach ein bisschen Feedback haben und... Ja, natürlich, auf jeden Fall. Man will eine Meinung von anderen Leuten haben, das ist vollkommen klar. Ich suche gerade mal die Bilder durch, welche ich jetzt brauche hier. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Irgendwie fehlt mir das Bild. Das, was ich brauche, das fehlt mir. Rette mich und erzähl irgendwas. Naja, solange ich das nicht bin. Erzähl das irgendwas. Ey. So. Schönes Wetter draußen, ne? Naja, geht so, ne? So, ich
kann euch immer kurz was erzählen. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. So, ne? Aber so, ich war ja heute auf der Arbeit und da meint mein schöner Freund, mich ja zu verarschen an unserem Monatstag. Jo. Er meint, dein Fahrrad steht nicht mehr da. Ich so, wie jetzt? Verarsch mich nicht. Nein, es ist weg. So, wir gehen raus. Es steht einfach nicht mehr da. Ich war so geschockt, ey. Ich war einfach nur geschockt. Ich sagte nein, weil mein eines Fahrrad wurde schon geklaut. Wir gucken, links, rechts. Hey, ich hatte es doch links hingestellt. Rechts nochmal kontrollieren. Habe ich es euch doch rechts hingestellt? Ja, auf jeden Fall. Dann guckte er mich an und sagt, Schatz, wir nehmen dich mit Auto mit. Ja. Weil ich habe so ein dämliches Klappfahrrad, seitdem mein anderes geklaut worden ist. Und haben den Kofferraum getan und ja. Oh, ich war so erleichtert. Ich hatte so Schiss, dass mein Fahrrad weg war. Ja. Mhm. Ich sag nett. Nett, sehr nett. Ja. Ja. Ich bin halt ein netter Kerl. Mhm. Ja, immer wieder gerne. Es war echt nett. Also, müsst ihr auch mal machen, wenn ihr irgendjemanden habt. Irgendwie, weiß ich nicht, wenn ihr den Zahlenschloss kennt oder das ist mein Schloss. Ja, es ist. Deswegen kann ich das auch. Ja, auf jeden Fall irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie mal Sachen verlegen, durcheinander bringen, also. Wenn die natürlich Spaß abkönnen, also von da mal abgesehen. Ja. Und ich bin gerade irgendwie blöd. Ich finde die. Was suchst du denn? Das ist das verdammte Bild. Ich war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Alter, der kann so nicht zählen, Mensch. Alter. Naja, musst du jetzt durch. Ja, muss ich durch. Ich will aber nicht da durch. Ja, du erzählst und ich zähl für dich. Nachher verzähl dich nicht. Ja, und dann ist alles fehlen. So. Leute, wir machen hier ganz kurz einen kleinen Cut. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie viele das waren. Bis gleich.